Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Mittwoch, dem 20. Juli 2022. Ja, wie ist der deutsche Aktienindex einen Tag vor dem Showdown der Woche aus dem Handel gegangen? Mit einem Minus von 0,2% zeigt er sich sehr verhalten. Worum geht es? Morgen ist eben Showdown und zwar dabei handelt es sich um die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Definitiv, oder wenn nicht, wäre es eine sehr große Überraschung, dürfte es zu einer Zinsanhebung kommen. Die Frage ist eben, wie stark dreht die EZB an der Zinsschraube? Das wird natürlich auch den morgigen Handelstag definitiv bestimmen und vermutlich auch eben die Anleger zunächst einmal in eine eher abwartende Haltung verschieben. Dann, worauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen? Es ist weiterhin die wichtige charttechnische Konstellation. Rund 13,4 ist der Kurs Widerstand und genau diesen haben wir bislang nur ausgetestet und genau dort sind wir auch bislang, zumindest im ersten Anlauf, gescheitert. Und jetzt wird sich eben morgen zeigen, wie es hier weitergeht. Der Impuls der EZB wird also darüber entscheiden müssen. Sehen wir einen Ausbruch? Oder sehen wir tatsächlich eben hier die Kurserholung und das ist eben das Typische ja meistens, denn wir hatten ja den Trendbruch, dann eben eine Kurserholung zurück an den Widerstand und dann eine mögliche Trendfortsetzung oder eben der Retest der letzten Tiefs. Eine Aktie, die definitiv anscheinend in den Trendwendemodus eingeschlagen hat, ist die Aktie von Zalando. In dieser Woche geht es 11% mit der Aktie nach oben und man sieht bereits rückblickend, dass im Juni hier der wichtige Kurswiderstand bzw. Kursunterstützung aus 2018 verteidigt wurde. Hier ist eine richtige Umkehr ausgebildet worden und seit einigen Wochen kämpfte man sich seitwärts leicht hoch und in dieser Woche ist es eben geschehen. Jetzt muss man als nächste Hürde die Marke von ca. 30 Euro aus dem Weg räumen, denn dann wäre tatsächlich Platz bis in den Bereich von 40 Euro. Es bleibt also spannend mit Hinblick auf die Aktie von Zalando. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und schalten Sie morgen früh wieder ein mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.